Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video geht es um mein Kettensägewerk, denn das habe ich mir vor einiger Zeit gebaut und heute werde ich es euch mal zeigen, wie man es benutzt. So. Jetzt das Kettensägewerk habe ich vor ein paar Monaten gebaut, da gab es dazwischen eine kleine Pause und heute werden wir es einfach benutzen und ich würde sagen, wir fangen erstmal bei der Kettensäge an. Ihr seht da zwei Motorsägen, die liegen hier gerade rein zufällig und man könnte eigentlich denken, dass man für Bretter zu schneiden hier die große Säge holen würde. Tun wir aber nicht, wir holen hier diese Husqvarna 545. Wenn ihr im Internet ein bisschen schaut und man nach der passenden PS-Größe für eine Motorsäge sucht, findet man viele, die sagen, man braucht mindestens 5 PS. Das kann ich nicht behaupten, also ich sage so ab 3 PS geht es auch tatsächlich schon, denn diese Husqvarna 545 hat glaube ich 3,2 PS oder so oder noch ein bisschen weniger. Außerdem habt ihr bei dieser Kettensäge hier einen riesen Vorteil, die verbraucht einmal nicht so viel Sprit und ihr fährt mit der ja mit Aspen, die hier fahre ich noch mit Gemisch 1:50 und das sind halt eben die Abgase, die merkt man viel mehr in den Augen, deswegen macht es viel mehr Spaß, hier tatsächlich auf dem Kettensägewerk zu benutzen als hier dieses Eisenschwein. Außerdem verbrauchen neue Kettensägen viel, viel weniger als diese alten. Also ich kann, glaube ich, 6 Bohlen schneiden, dann ist der Tank von der Husqvarna leer. Im Gegenzug mit der großen kann ich in etwa 2 schneiden, dann ist da der Tank leer. Was habe ich an der Motorsäge verändert? Eigentlich nicht wirklich viel. Ich habe mir hier Bolzen gedreht, damit ich hier 2 Schraubpunkte habe, um die ganze Kettensäge auch schön befestigen zu können. Super entspannt zu sägen, weil das hier dann von den Vibrationen quasi getrennt ist. Und genau, ich habe ein größeres Schwert drauf gemacht. Das habe ich aber eigentlich nicht verbaut, um 45 cm dicke Stämme aufzutrennen, denn dafür ist die Power dann doch ein bisschen wenig. Ich habe mir das längere Schwert drauf gemacht, weil man beim Sägewerk so ein bisschen Länge verliert und damit kann man das Ganze dann wieder auf 30 cm bringen, wo man dann ganz entspannt schneiden kann. Einziger Nachteil bei diesem Kettensägewerk ist einfach, man muss so extrem viel schleifen, damit man es benutzen kann, weil man braucht so ein paar Sachen und die muss ich immer in 5 Gängen gefühlt runtertragen. Ich habe hier eine Kiste, da ist mittlerweile so alles drin, so Kleinkram, was man benötigt. Ich zeige euch gerade noch was Cooles, gerade wenn ihr im Wald seid. Mega, mega geiler Tipp. Macht euch einen Schraubstock irgendwie auf ein Teil, was ihr festschrauben könnt, auf dem Anhänger. Dann könnt ihr im Wald nämlich eure Kettensäge einspannen und fallen. Mega geil. Ich glaube, hier ist der Koffer. Yes. Da sind eigentlich so die ganzen Sachen drin, die man braucht, um das Motorsägewerk festzubauen. Aber wer kann es nicht, wenn man mit der Motorsäge irgendwas machen muss, muss man meistens, also in den meisten Fällen, erstmal schärfen. Und das zeige ich euch auch, weil die Kette ist keine normale Kette. Dazu sind wir jetzt hier in meiner kleinen Metallwerkstatt. Da habe ich hier einen Schraubstock, den benutze ich immer, um meine Kettensägen zu schärfen. Ich werde es aber als erstes ein bisschen spannen, damit, wenn ich gleich feile, die Kette sich nicht die ganze Zeit so bewegt. Ich will die aber gar nicht so viel spannen, weil man das bei dem Sägewerk nicht braucht und da merkt man schon ein bisschen, wenn die Kette nicht so extrem gespannt ist, dass das einfach leichter durch den Baum geht. Ich mache die Motorsäge jetzt einmal kurz an, weil ich hier unten noch alle tolle Sägespäne habe und wenn sie einmal an war, läuft die Kette auch ein bisschen einfacher, das erleichtert das Schärfen ein bisschen. Schreibt mir doch in der Zwischenzeit ganz gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch ein Kettensägewerk habt und welche Motorsäge ihr dafür benutzt. Vielleicht können ja dann Leute, die sich das nachbauen möchten, auch davon profitieren. Da ist auch die eine Schraube abgefallen. Und jetzt können wir die Säge einspannen. Das hier, habe ich ja eben schon gesagt, ist keine normale Kette, das ist eine Längsschnittkette. Da unterscheidet sich einfach der Winkel auf den Zähnen zu einer normalen Kette. Die hat glaube ich 30 oder 35 Grad und hier hat die Kette dann 5 bis 10 Grad. Ich weiß nicht, ob man es gut auf der Kamera erkennen kann, aber hier seht ihr, dieser Strich, ich habe die nämlich umgeschliffen. Hier der Strich zeigt den Sollwinkel von einer normalen Kette, aber das ist er halt natürlich nicht. Ihr seht hier vorne, der Winkel, der ist nahezu 90 Grad zum Schwert. Where is the adding? Da ist the adding. Schärfen, wie gehe ich da vor? Ich markiere mir da einfach immer einen Zahn mit einem Adding und falle dann ganz normal die Kette runter, bis ich alle Zähne gefeilt habe. Wer von euch kennt zufälligerweise noch das Video, wo ich die Motorsäge mit der Flex scharf gemacht habe? So mache ich schon lange nicht mehr übrigens.
Aber wir schrubben nicht in dem Sinne, dass wir der sehr viel Material runternehmen. Wir schrubben nur in dem Sinne, dass wir ganz zart die Oberfläche berühren. Und das ist wirklich kein Problem. Das muss ich ja sagen, das ist immer das, was am meisten nervt. Dieses ganze Rumgeschläfe. Ich lasse jetzt mittlerweile schon viele, viele Teile oben im Garten liegen. Das sind solche Anbauteile, die man für das Sägewerk braucht, aber so Schraubzwingen und so lasse ich natürlich nicht oben. Aber das ist halt dieser ganze Kram, der leider so schwer ist. Also hier ist der Koffer, da sind so alle Sachen drin zum Einstellen, Festschrauben und so weiter. Und hier sind halt so ein bisschen die gröberen Sachen hier. Ein großer Sappi, ein kleiner Sappi, die brauchen wir, um diese, ich nenne es gern, diese Haken festzuschlagen, seht ihr gleich. Vier Schraubzwingen brauchen wir. Ja, dann ein bisschen Handschuhe, sowas, was man immer dabei haben sollte. Falls dann auch ein Kollege mal dabei ist, der hilft. Dann habe ich hier noch was Neues. Das sind solche Stammgreifer. Waren super günstig, habe ich mir auf Amazon geholt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie nicht so gut sind, aber ey, richtig geil. Richtig, richtig cool. Ich habe jetzt noch einmal Spritz und Öl nachgefüllt. Wie gesagt, ich fahre nur Aspen, das ist einfach besser. Und hier mein Ölkanister ist leider ein bisschen kaputt. Da habe ich mal hier versucht, bedürftig das Ding zu kleben mit Bitumenbahnen. Wer hätte es gedacht, hat nicht wirklich gut gehalten. Tschüss! Auch noch so eine Kleinigkeit, ich fahre die ganze Zeit immer mit dem Bus rum. Warte. Oh Gott. Tut mir leid. Ich bin mir echt langsam überlegen, ob ich mir ein Renault Rapid hole. Warum genau das Auto? Weil wir so einen schon mal hatten. Ist schon mega lange her und es ist einfach ein cooles Auto. Könnt ihr euch vorstellen, das ist halt ein Auto, da wird halt, da ist das Radio Sonderausstattung, müsst ihr euch vorstellen. Da ist gar nichts drin, aber es ist halt genau für solche Sachen, ist das super gut, wenn man irgendwie Zeug transportieren will. Nicht mal was unbedingt schwer ist, sondern einfach nur was halt dreckig ist. Und so mein Bus meist mittlerweile nicht mehr so gern. Wir sind jetzt hier oben im Garten angekommen und ich zeige euch das erstmal das Holz, was ich vor ein paar Wochen, Monaten aus dem Wald geholt habe, um dass es überhaupt geht. Das sind hier diese ganzen Stämme, die sind echt unfassbar groß. Also hier diesen Stamm, den musste ich in der Mitte, das ist die Mitte gewesen, durchschneiden, damit wir den überhaupt bewegen konnten. Ihr seht ja, wie groß das hier ist und wenn das die Mitte ist, war es dann nochmal etwa so dick. Und ihr seht aber auch, wie schnell das geht, wenn da die Sonne drauf scheint, dass sich das Holz bearbeitet. Und deswegen auch genau an diesem Punkt hier mein Rat, verarbeitet das Holz so schnell wie möglich. Macht es nicht auf die Art und Weise, dass das Holz erst irgendwo in eine Ecke legt und dann 5 Jahre später auftrennen wollt. Dann hat es schon extrem viele Risse. Teilweise gehen die Risse dann komplett durch das ganze Holz. Zeige ich dir jetzt auch. Und es ist halt einfach viel, viel schwieriger, das Holz aufzutrennen. Zeige ich dir jetzt auch. Wie gesagt, habe ich alles schon ausprobiert. Hier diesen Stamm habe ich 8 Jahre liegen lassen. Das ist eine wunderschöne Robinie, wunderschönes Holz. Ist jetzt leider nicht mehr brauchbar, weil es viel zu hart ist. Ihr seht, hier habe ich dann irgendwann noch aufgehört zu schneiden, weil es einfach... Da mache ich die Motorsäge kaputt. Und jetzt noch die Risse, die durch das ganze Holz durchgehen. Da hinten haben wir nämlich noch ein paar Stämme, die jetzt einfach Ewigkeiten schon liegen. Da oben, das ist Robinie, 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 das ist eine Eiche. Das ist halt eigentlich alles Brennholz, ne? Das ist halt ein bisschen schade. Naja, Brennholz ist es doch noch nicht, dafür liegen die Stücke da viel zu gut für und dafür haben wir auch genug anderes Brennholz. Hier übrigens auch, ihr seht, dass meine Krankheit schon vor ein paar Jahren angefangen hat. Da habe ich früher noch alles mit der Motorsäge freihand aufgetrennt. Das hier ist halt, ja, da kann man halt nicht draus machen. Nicht so wirklich gut. Jetzt, wo ich mal das Ganze hier gerade anschaue, weiß ich noch nicht genau, ob ich das Holz heute aufs Gatter drauf bekomme oder ob ich heute die Rohlinge nur vorbereite. Deswegen werden wir jetzt einfach mal anfangen und wir schauen, wie weit wir kommen. Denn hier, diese Videos basieren ja so im Grunde auf einen Tag. Das heißt, einen Tag, wo ich ganz viel Zeug mache und das filme ich einfach ein bisschen mit. Genau, deswegen wird es heute, mal sehen, wie weit wir kommen. Nicht so viel Reden mehr machen. Mit am wichtigsten ist für mich der Gehörschutz, denn wenn ihr gerade hier dieses Sägewerk benutzt, dann habt ihr den ganzen Tag dieses Dröhnen auf den Ohren und deswegen ist der Gehörschutz für mich da auf dem Sägewerk mit am wichtigsten. Jetzt machen wir aber erst noch ein bisschen Öl in die Motorsäge, damit ich die auch benutzen kann. Denn wer den letzten Vlog gesehen hat, weiß noch, dass ich hier hinten auch ein Stück Holz zugeschnitten habe und da war die Kettensäge gar nicht scharf. Da war auch nicht mehr so viel Öl drin, deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Hinkriegt ohne was zu versuddeln, das gibt es auch nicht so oft. Stellen wir als erstes mal hier diesen Stamm senkrecht auf.
Ich sag mal, hier diese Breite könnte ich noch einigermaßen gut schneiden, aber da gibt es so ein paar Ausreißer. Da wird er nach da unten breiter und nach dort breiter. Und ich bekomme den so einfach nicht gut auf mein Sägewerk draufgelegt, weil er hier zu ungleichmäßig ist. Ich zeige euch mal die Stämme, die man gut drauf verarbeiten kann. Einfach normale runde Stämme, die auch von mir aus noch 10 cm dicker sind, die kann man sehr gut drauf schneiden. Auch direkt, ohne sie freihand vorzuschneiden. Deswegen mein Plan, hier einmal schneiden. Und das war es dann auch eigentlich schon. Dann haben wir eine flache Aufliegeseite und das Schwert sollte überall durchkommen. Ihr habt gesehen, das ging jetzt sehr, sehr gut. Also die Leistung von der Husqvarna ist ja auch echt vollkommen okay. Man kann halt nicht reinlunzen wie so ein Verrückter, aber ich denke, das ist eh sowieso im Grunde immer besser. Also eine scharfe Kette macht hier schon viel mehr aus als irgendwie 3 PS mehr. Ihr habt gesehen, der Schnitt ist auch sehr schön gerade geworden. Im Grunde genommen könnt ihr nach dieser Methode jetzt auch den ganzen Stamm auftrennen. Aber da muss ich sagen, das geht dann irgendwann auch wieder so ein bisschen ins Kreuz. Eins hier bei diesem Sägewerk, oh Gott, war es einfach rückenschonend zu arbeiten. Das seht ihr auch gleich wahrscheinlich noch. Ich habe hier eine Kurbel. Das heißt, ich muss mich da nicht anstrengen, ich muss nur den Stamm drauflegen und dann kann es abgehen. Noch einen kleinen Tipp. Holt euch unbedingt einen Seppi. Hat mir nie jemand in einem Video geraten, aber damit könnt ihr auch so schwere Stämme einfach bewegen. Also ohne Witz, holt euch so ein Ding. Das hier ist jetzt von Husqvarna. Da ist mir leider einmal die Spitze abgebrochen, da habe ich einen neuen bekommen. Aber grundsätzlich ist so ein Ding hier Gold wert. So, jetzt zeige ich euch mal, was man als erstes aufbauen muss, damit man das Sägewerk benutzen kann. Und zwar habe ich das so gestaltet, dass man quasi die ganz, ganz schweren erst hier unten drauflegen kann. Das ist dann nicht so hoch, aber so tief kommt man nicht mit dem Gatter, weil ich da ein bisschen was schlecht geschweißt habe quasi, weil das dann zu nah hier dran ist. Deswegen habe ich mir hier noch diese Auflagen gemacht. Die sind eigentlich okay, dann steht man auch ein bisschen höher. Da muss man hier so ein bisschen Luft lassen, damit da auch noch das Sägewerk dran vorbei rutschen kann, denn hier, also die Kamera steht jetzt quasi gerade auf der Führung, wo die Säge später quasi rutscht. Das ist jetzt stabil genug. Wir haben hier einen kleinen Pinökel, wo das Holz später anliegt, deswegen war dieser eine gerade Schnitt auch wichtig, den wir eben gemeinsam gesetzt haben. Als nächstes brauchen wir jetzt den Halter für die Motorsäge. Das ist so mit am interessantesten an dem ganzen Ding. Hier ist eine Kurbel dran, die erleichtert vieles. Die stellen wir jetzt hier so dagegen. Eigentlich ist es immer besser, wenn man die Motorsäge anbaut, bevor man sie benutzt, weil jetzt ist sie halt unnötig heiß und dann macht das nicht mehr so viel Spaß, sie zu befestigen so oder so zu montieren. Ich habe hier zwei Löcher in diesem dicken Flachprofil und dann habe ich hier zwei 10er Muttern. Die schraube ich jetzt einfach auf. Hier ist es tatsächlich super wichtig, dass alles sehr gut festgeschraubt ist, weil sonst löst sich es halt durch die Vibrierungen, durch die Vibration. Hier seht ihr jetzt, das wird einfach unkompliziert festgeschraubt. Das hier ist übrigens im Gesamten die Führung, da sieht man auch hier so ein bisschen die Führungsmarken, weil ich das Ding ja schon oft benutzt habe. Hier bräuchte man eigentlich eine Ratsche, aber die habe ich meistens nicht dabei. Deswegen muss es auch ohne gehen, dauert einfach ein bisschen länger. So, das war's auch schon. Jetzt können wir das Ding auf dem Sägewerk befestigen. Hinten wird die Raste von der... Ja, wie heißt es, von dem Seilzug, die wird gelöst und dann kann man den Seilzug hier unten drunter einfach durchschieben. Und dann hänge ich es tatsächlich einfach hier ein. Ich denke, jetzt kann man auch mal nochmal gut erkennen, warum ich die Stammstücke nicht so groß mache, beziehungsweise so lang, oder warum das Kettensägewerk nicht so lang ist, weil ihr müsst die ganze Zeit immer irgendwie da drauf bekommen. Wenn ihr einen Frontlader oder so habt, dann ist das ja kein Ding. Aber viele haben das nicht. Ich auch nicht. Deswegen sind die Stammstücke ja nicht so groß. Alter, ist das alles immer schwer. Oh, das hat nicht so viel Fehler gemacht. Diese Stämme hier, die würde ich in Zukunft wahrscheinlich eh nicht mehr so verarbeiten, weil sie einfach zu schwer zum Händeln sind. Dann lieber so ein bisschen kleinere Stämme, wo man dann alles einfach ablenkt und dann eine auf Brettmaß schneiden kann. Das hier, das ist nämlich alles zu viel Jugendlerei. Das macht dann irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß. Wisst ihr, was viel mehr Spaß machen würde, wenn das hier mit YouTube so gut laufen würde, ich eine Halle holen könnte und dann ich einmal mit 10 Leuten das ganze Holz verdrechseln könnte.
Das wäre doch cool, ne? Wenn du darauf auch Bock hättest, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und, keine Ahnung, abonnier den Kanal und schalt die Glocke an. Weil Linde ist, wie gesagt, immer noch mein Lieblingsholz und das hier ist alles Linde und da könnten 2-3 Leute was von Thorst Dreck sehen. Ach, Schannen! Ich habe ihn! Puh, ist heute doch echt das Arschlochstück. Alter, Katastrophe. Kurze Werbung in eigener Sache. Mein Konterholzfinish findet ihr mittlerweile auch auf Amazon. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Viele Leute haben es sich tatsächlich schon geholt und die können jetzt auch theoretisch einen Affiliate-Link von diesem Finish benutzen. Dann könnt ihr einfach auch was verdienen, wenn ein Kauf über euren Affiliate-Link passiert. Genau. Ich merke, das Sägewerk hier, das braucht immer so ein bisschen Routine, damit das alles glatt läuft. Denn hier habe ich nicht aufgepasst, denn hier müsste theoretisch das Ganze anliegen, damit es auch funktioniert. Da hinten liegt es an. Und ich habe es jetzt ein bisschen unterbaut, damit es vorne auch pressbar liegt. Normalerweise würden jetzt hier diese Hunde, nenne ich sie manchmal, zum Einsatz kommen. Die werden hier reingeschlagen, damit das Holz nicht runterwandert, wenn man sägt. Geht jetzt nicht. Das Holz ist aber auch so schwer, dass es so halten könnte, ohne diese Klammern. Als nächstes müssen wir noch die Höhe einstellen vom Sägewerk. Das ist erstaunlicherweise sehr einfach. Da sind hier einfach 2 Schrauben. Dann kann man das ganze Gestell hochziehen. Und dann befinden sich hier überall Löcher und das passt so genau, dass das eigentlich sehr leicht ist, hoch und runter zu heben. Und wenn hier nur eine Schraube drin ist, dann fällt das hier auch nicht runter. Das heißt, das ist wirklich sehr pflegeleicht, in Anführungszeichen. Auch noch ein Vorteil an dieser Motorsäge. Ihr habt hier die Öl-Nachfüllschraube und die Benzin-Nachfüllschraube. Bei der großen Motorsäge ist es so, dass man den Sprit nicht nachfüllen kann, weil der Ausgang bzw. der Einfüllstutzen so angerichtet ist. Und dann läuft auch immer ein bisschen raus, weil oben ein Ventil ist. Und deswegen kann man die hier auf diesem Sägewerk noch nicht benutzen. Einmal ein bisschen laufen lassen, zum warm werden. Immer wenn ich filme, funktioniert es nicht, Alter. Das ist doch scheiße. Ich habe es mir fast schon gedacht, die ist jetzt nicht mehr so scharf. Weil wenn man frei anschneidet, keine Ahnung, vielleicht kann mich da jemand des Besseren von euch belehren. Irgendwie wird es da immer schneller stumpf, auch wenn ich wirklich gar nicht den Boden berührt habe. Ich werde es jetzt nochmal nachfeilen. Ist alles nicht so super ideal. Wie gesagt, normalerweise benutze ich die Säge direkt auf dem Sägewerk und dann hält die auch echt ziemlich lange Stand, wenn sie einmal schön scharf ist. Aber das hier ist immer ein bisschen scheiße, weil ich habe jetzt keinen Schraubstock dabei. Normalerweise funktioniert das hier echt mit Leichtigkeit. Ist halt echt kacke, dass das irgendwie nicht mehr so scharf war am Anfang. Aber grundsätzlich, ihr habt es ja gesehen, es funktioniert. Wenn die Kette jetzt noch richtig scharf ist, funktioniert es umso besser. Ich zeige euch jetzt, damit ihr mir glaubt, erstmal noch die anderen Bretter. Man kann es bestimmt nicht so wirklich glauben, aber das hier sind alles die Bretter, die ich schon aufgetrennt habe. Und die sind alle wirklich sehr schön gerade geworden. Alles super gut. Ich zeige euch jetzt mal noch das Schnittbild. Also das ist wirklich echt sehr gut. Wie gesagt, ich kann es jetzt nur noch mal sagen, leider ist die Kette halt nicht mehr so scharf gewesen, weswegen halt das hier viel zu lange gedauert hat. Und ich denke, anhand vom Boden kann man auch gut erkennen, dass ich das nicht zum ersten Mal gemacht habe. Hier habe ich mir echt schon viel geschnitten. Ich kann nur noch mal sagen, lasst die Motorsäge, nachdem ihr so viel auf Vollgas gefahren seid, immer noch ein bisschen laufen, weil wenn der Motor dann im Standgas läuft, dann drückt ihr so ein bisschen die heiße Luft raus. Das kann dem Motor auf keinen Fall schaden. Verlängert so ein bisschen die Lebenszeit eurer Motorsäge und das wollte ich euch nur noch am Schluss hier sagen. Schön, dass ihr bis jetzt am Video dran geblieben seid. Wie gesagt, ich würde mich riesig über eure Reaktion freuen oder einen Kommentar von euch oder einen Daumen nach oben, denn vielleicht können wir dann zusammen irgendwann diese Linde hier verdrechseln bei mir in der Werkstatt. Naja, müssen wir mal abwarten. Das soll es für das Video für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Falls du Fragen hast, schreib die mal unten rein. Vielleicht mache ich ja wieder so eine Folge und kann sie dann darin beantworten. Bis zum nächsten Video. Ciao.